Liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge bei Schau mal rein. Mhm. Diesmal mit dem Summit 600 R Plus, ne, RS Plus Schein. Mhm. Immer diese langen Namen. Also ich bin gespannt, ob ich noch ein Fahrzeug finde, der einen kurzen Namen findet. Den wollen wir euch jetzt anzeigen. Wir wollen uns den anschauen mit euch zusammen. Genau. So. Schau mal rein, so heißt es ja auch. Richtig. So, jetzt haben wir so viel dummes Zeug gelabert. Es wird Zeit, dass wir wann loslangen? Nach dem Intro. Loslegen. Oh Mann, Mann. Schauen wir in den Summit 600 RS Plus Schein mal rein. Das, was sofort ausfällt, ist das indirekte Licht. Das ist richtig klasse. Also das macht auf jeden Fall was her. Ich finde es toll, um den Rahmen des Fensters rum, hier oben in diesem Bereich nochmal und dann oben nochmal abgesetzt. Also das heißt in dem Schrank sogar eingearbeitet. Schicke Sache, auf jeden Fall. Ob das jetzt im Schrank direkt eingearbeitet ist, doch, würde ich sagen. Ja, da sind die LED-Leisten hier drunter verbaut und da drin. Tiefe Schubladen hat man hier gleich mit Rausfallschutz gesorgt. Dann haben wir hier oben ein großes Fenster, was natürlich hier oben beleuchtet ist. Hier vorne haben wir noch Ablagemöglichkeiten. Auch das kann man dann hier zumachen, sodass da nichts rausfällt. Aber Achtung, maximal 7 Kilo beladen. Für Jacken super geeignet. Jetzt natürlich für schwere Sachen muss man ein bisschen aufpassen. Hier sind wir im Citroën. Der kommt mit seinem neuen designten Cockpit natürlich daher. Schick. Rollo geht von unten nach oben hoch. Auch Assistenzsysteme, das zeigt der Kasten, gibt es. Serienmäßig muss ja auch dieses Notbremssystem drin sein. Das ist natürlich hier auch verbaut. Hier unter haben wir ein Fach. Das Fach hat auch noch den Frostwächter von Truma dann sozusagen, damit der das Wasser ablässt. Da drunter weiß ich nicht, ob da sich die Heizung befindet. Doch, ich würde sagen, es ist auch nur ein Sitz, das ist halt hier besonders. Großer Tisch, schön breit, auch sehr schön von der Optik her. Und ich würde sagen, das sieht schon ganz schick aus. Da kannst du dann wieder ausklappen, dass du hier den Beifahrer mit anbindest. Hier vorne im Bereich haben wir einen Kühlschrank. Den Dometic von beiden Seiten kann man den wieder öffnen. Ich glaube, der ist sogar an, das fühlt sich so ein bisschen danach an. Eine Erweiterung der Arbeitsfläche und ganz ehrlich, also wenn man sich das mal anguckt, hat man mächtig viel Platz, klasse gelöst. Jo, schöne große Kochfelder, auf jeden Fall kriegt man da gute Töpfe hin. Also ich koche ja sehr gerne im Van und das ist mir immer sehr wichtig. Also da muss ich sagen, das gefällt mir ziemlich gut und es scheint auch sehr robust hier zu sein. Also ja, klar, natürlich, das drückt sich jetzt noch runter, aber sonst, da stehen die Töpfe bestimmt gut drauf. Da ist die Maße der Töpfe, die maximal sind. Unter allen Schränken haben wir Ablagemöglichkeiten, das ist gut gelöst und wir haben echt eine Armada von Schränken hier, da kann man ja auf jeden Fall nicht meckern. Ja, hier hinten das Kabel, logischerweise, weil ja hier die LED-Beleuchtung drin ist, die zieht sich ja auch dann hier komplett durch. Ich weiß in erster Linie allerdings gerade nicht, wie man das anmacht. Ah, das war das ganze Licht. Ja, keine Ahnung. So schnell kriege ich das natürlich jetzt nicht hier hin. Wir haben das Raumbad hier. Hier haben wir natürlich eine kleine Stufe. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da auch dementsprechend ja nicht die Füße sich anhaut. Gucken wir mal ins Bad. Fenster zur linken Seite. Großer Schrank über dem Fenster. Da passt auf jeden Fall eine Menge Badutensilien rein. Toilette unten, klar. Dort hinten haben wir noch ein Ablagefach. Und hier drunter, da verbirgt sich dann die ganze Funktion, dass im Prinzip hier der Wasserhahn ausgezogen werden kann zur Dusche. Allerdings vermisse ich jetzt gerade hier so ein bisschen den Halter. Der ist hier nicht da. Weiß ich nicht, ob da sich noch was überlegt wird oder ob das halt standardmäßig ist. Das kann ich nicht so genau sagen. Lustig ist, dass es hier USB-Dose gibt. Also wer auf dem Pott halt keinen Strom mehr fürs Handy hat, ne, der kriegt es dann da.
Ah ja, genau. Schalter für dieses blaue Licht. Also das macht schon was her, muss ich ja sagen. Ist sehr angenehm. Gerade vielleicht in der Nacht, wenn man dann nicht so es hell haben will. Jo, große Liegefläche, ist ein Querschläfer logischerweise. Und kleine Eintrittsstufe zum Hoch ins Bett. Sonst haben wir halt wieder rundum laufend diese ganzen schönen, ja, im Prinzip Kisten sozusagen, dass wir da alles Mögliche verstauen können. Also viel, viel, viel Staumöglichkeiten. Ich würde sagen, wir gucken nochmal von außen. Marcel ist gut, der zeigt uns hier nochmal, da hinten ist der Schalter für dieses indirekte Licht und zwar ist das getrennt schaltbar, das ist natürlich schick. Also es macht schon was her, ne? Wenn die Schränke dann anfangen zu leuchten, ist es mal besonders. So, wie man sehen kann, hier haben wir einen schönen Fahrradträger, den man ganz weit nach hinten ausziehen kann. Also solche Modelle gibt es dann auch schon, das ist eine super Sache. Ja, da schauen wir uns das Ganze nochmal an, in den Heckraum sozusagen. Viel Staumöglichkeiten, ganz schön breit. Wenn ich das vergleiche mit unserem Malibu, ist das wirklich eine ganze Menge. Von hinten Gaskasten, auch super, damit man da nicht wieder alles ausräumen muss. Da achten mittlerweile die ganzen Hersteller auch drauf. Das finde ich gut gelöst. Ja, sonst glaube ich, gibt es hier nichts mehr viel zu sagen und wir gucken nochmal ums Fahrzeug rum. So, das ist im Prinzip hier nochmal das Fahrzeug von außen. Das sieht natürlich ganz klasse aus, das ist ja der Citroën. Und ja, Versorgung mit Wasser haben wir auf der Seite. Und zwar auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite ist natürlich Toilette, logischerweise. Ein bisschen schneller hier rumgehen. So, da sehen wir die Versorgungsklappen für die Toilette. Und sonst ist der Heizungsauslass und Stromanschluss natürlich auf der Seite noch. Fenster sind natürlich hier solche Rahmenfenster. Das ist schon schick gemacht. Der Summit 600 RS Plus Schein. Ja. Manchmal braucht er Hilfe, weil er den Schalter nicht findet. Aber dafür bin ich ja dann da, genau, wenn man nachgucken kann, weil ich muss ja alle Fotos dazu machen. Es ist ja auch Schau mal rein und wir erleben das Fahrzeug genauso, wie ihr es erleben würdet. Und ihr wisst ja auch nicht sofort, wo was ist. Der ein oder andere instinktiv greift dahin, der andere nicht. Und naja, so ist das halt. Genau, wir haben es ja schon öfters gesagt, gerade in dieser Reihe. Es geht nicht darum, jetzt in Perfektion jedes einzelne Detail zu erklären, diese ganzen wichtigen Informationen, sondern es geht einfach nur den ersten Blick in so ein Fahrzeug zu werfen. Genau. Weil ihr müsst zu eurem Pössl-Händler, ihr müsst auf Messen fahren, ihr müsst das anfassen. Ich sage es immer wieder in jedem Video jetzt. Wer sich für das Fahrzeug genauer interessiert, muss die genaueren Informationen sich beim Händler holen und muss sich auch das Auto angucken. Genau. Und jetzt klauen wir was von Dirk. Jetzt muss ich aufpassen. Let's get order hier oder Avantentur? Gestern haben sie mich verwirrt. Auf jeden Fall zu sagen, am besten, wenn man die Möglichkeit hat, eine Woche austesten. Wenn man den mieten kann, ist die beste Variation, muss man einfach dazu sagen. Genau. So wie er jetzt hier steht, mit allem drum und dran, würde er 68.700 Euro kosten. Im Grundpreis sind wir bei, oh Gott, auch das ist schon Sonderpreis, das macht mich ja wahnsinnig. Gibt's hier noch andere? Es gibt halt immer wieder Sonderpreise, ne? Also ihr habt im Moment die Möglichkeit, wirklich Rabatte zu bekommen. Also ich sag mal, wie der Sonderpreis ist, weil der steht ja drauf, der wäre bei 59.000 Euro. Genau. Ja. Schönes Auto, schaut es euch an. Wir sind doch positiv überrascht, ne? Für den ersten Einblick, wir haben ja keine Fehler entdeckt. Deshalb dementsprechend, wir haben nur mal reingeschaut. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Und langsam ist auch die Stimme wieder da. Genau. Tschüssi. Ah ja, ciao, ciao. Das habe ich hier vergessen.